Servus Leute, zurück zu Let's Play Age of Mythology, die Arena der Götter. Wir haben das letzte Mal das Schwarze Meer bereist und erobert auf Schwierig. Jetzt könnten wir entweder hier in den Eisenwald vordringen oder in den Düsterwald vordringen oder wir könnten alternativ noch hier unten was machen. Also wir haben jetzt drei verschiedene Möglichkeiten. Was hätte ich denn am ehesten, am gernsten? Das interessiert mich nicht. Das finde ich witzig, aber interessiert mich nicht. Und das interessiert mich auch nicht. Wohin will ich denn? Legenden, das ist sehr nützlich mit dem Flächenschaden. Das ist sehr nützlich mit dem Flächenschaden. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. So, dann trainieren schnell. Also wenn man das da kombiniert, also Legenden und prinzipiell das hier, menschliche Soldaten, sind entweder die Nordvölker oder die Atlanter sehr prädestiniert als Einheiten, weil beide haben menschliche Helden, die sie einsetzen. Trainieren schnell, also gegen, also für Mythics, schnelle Ressourcen. Mythische Einheiten. Es geht hauptsächlich auf die, tja, auf die Legenden. Ich glaube, ich gehe dann unten um, weil wir brauchen das Zeug. Ach ja, und hier verlieren, nee, das wird bloß nicht aufge... Kann man die Weltveränderung irgendwie verändern? Nein. Also, was gibt es hier? Wir haben wieder Gaia, also gibt ein paar zusätzliche Truppen. Wir haben Hades als Gegner, wie es aussieht. Und wir haben Prometheus geheimes Wissen. Gehört frühzeitigen Zugang zu einem langsam aufbauenden Titantor, aber die Dorfbewohner sind weniger effektiv. Schlecht. Also ich hätte gerne... Also ich brauche das Tor nicht. So, also. Mit einem größeren Leibwächter... Ach, ich habe, glaube ich, einfach ein paar mehr Einheiten am Anfang gehabt. Na, das ist jetzt nicht so wild. Legenden und Helden verursachen. Ne? Kosten weniger Gunst. Und hier hätte ich gerne... Und ich glaube, dass menschliche Soldaten... mit Thors krachendem Donner mehr Schaden machen. Also mystische Einheiten. Weil der Grund ist, wir machen nicht das Battle Zeus gegen Hades, sondern wir machen... wir nehmen hier so eine Fraktion. Und zwar nehme ich den neuen oder nehme ich einen alten? Was hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne... Freire kann Heal herbeirufen. Also, nee. Der kann auch. Loki kann auch Heal. Oh, das sehe ich ja jetzt erst, was das... konnte schon... Oh, im Kampf, das... Ich glaube, Odin ist ganz gut. Was hätte ich denn gerne bei Odin? Ja, von den Einheiten bin ich da auch zufrieden. Was ist hier? Zwischen Kosten... Dauert dafür länger, Hügelfestung, diese Ausbildungsversorgung. Kostenlose Sammler und Zweige können reparieren, das ist unwichtig. Kann jedem Zeit der Gewalt zeigen. Okay, voll auf Zwerge gehen. Thor ist halt auch cool. Thor. Ja, ich glaube, Holz, Gold, Nahrung. Ich werde mit Thor spielen. Voll auf die Zwerge. Let's go. Thor gegen Hades. Let's rumble. Die Map ist offen. Nennen wir es mal offen. Blaue Lagune ist weniger Wasser, als man erwartet. Na gut. Beim letzten Mal auf Schwierig haben wir gesehen, der Gegner ist aktiv auf jeden Fall. Der baut eine ordentliche Armee auf, hatten aber Glück, dass er nicht angegriffen hat. Das könnte sich jetzt ändern. Die Krieger des alten Atlantis warten auf euren Befehl. Hellbuen oder Schreck? So, was? Krieger warten jetzt schon auf meinen Befehl? Oh, das ging schnell. Holen wir uns direkt. Skipan? Skipan? Jöwe, Rundzweck. We need monies in the bank.
Und wir haben direkt eine kleine Armee. Das ist doch super. Bei 1000 Gold kriegen wir... Yushi! Oh, die kosten nicht mal Einheiten. Eschlust! Limits. Was haben wir hier? Posto! Okay. Wir haben hier... Aha, Zeitalter, heroisches Zeitalter. Wir haben hier 5000 Holz. Das ist eine Hausnummer. Skipan! Diese Häuser kosten was, ja. Saht. Der Gegner ist wahrscheinlich hier oben dann. Das ist ja sehr symmetrisch normalerweise. Ich könnte danach immer noch was bauen. Oh. Ernsthaft. Yushi, Mark. Ja, kämpf gerne dagegen. Habe ich kein Problem mit. Yushi. Haben wir schon den ersten Gegner besiegt. Ja, ich kann stolz auf mich sein. Wir bewegen uns hier erkunderisch ein bisschen hier. Zick, zack, herum. Und werden wahrscheinlich damit auch in die Base laufen. Zwerge sind genauso gut wie andere, deswegen mehr Zwerge, mehr Zwerge. Hellbuin. Timberschwett. Ich brauche auch Holz. Und Nahrung brauche ich dann auch. Also die Wirtschaft wird richtig geboostet. In der Zwischenzeit, ein Tempel wäre ganz nett, aber ich... Ja gut, jetzt habe ich Holzfäller. Holzfäller sollten nochmal entwickelt werden. Also, dass ich schneller Holz bekomme, meine ich damit. Ach du Schande. unsere Wirtschaft ist, oder irgendwie, die Werte sind jetzt gerade top bei mir. Ja gut, ich glaube, Zwerge haben auch einen extra Boost für das Ganze. Und die Truppen, die ich habe, sind halt schon eine größere Armee, wie wahrscheinlich mein Gegner hat. Mäh! Chicken! Wo habe ich noch mehr? Da habe ich noch mehr. Geht mal alle da runter. Ach ja, die Rüstkammer. Kann ich in jedem Zeitalter bauen, oder nicht? Samsicht. Timberschwett. Ich hätte gerne noch so einen und noch so einen. Samsicht. Fjuscher, mach doch. Mehr. Ich brauche mehr. Gib mir mehr. Money in the bank. Was haben wir hier? Günstigere Fernkampfeinheiten. So, genug. Burek. Eigentlich genug erkundet, oder? Na, ich habe immer noch keinen... Mir fehlt immer noch... ein Tempel. Tilpuin. Machen wir mal so erst und danach die Sachen. Danach... noch mehr Häuser. Da geht ja einiges an. Wie viele Häuser kann ich denn bauen? Eins. Na gut. Das sollte handelbar sein. Los. Nochmal einmal Holz bitte und dann. Sehr gut. Gut. Aha. Ihr habt noch ein paar Ziegen gefunden. Why not? Noch eine Reliquie. Fernangriffe von Gebäuden. Yushi. Auch nicht schlecht, aber ich würde sagen... Mark! Diese kräftigen Krieger müssen aufgetaut werden. Na dann, habe ich nicht... Oh ja, ich sehe gerade rote Gegner. Herjo, Osto! Yushi! Freie Kosten und ich hätte gerne Fernkampfeinheiten. So, die Truppen sind auf dem... Ah, jetzt. Jetzt haben sie sich dazu entschlossen, meine Echo anzugreifen. Burek! Mark! So, wir kümmern uns um die. Yushi, Mark.
Der Gegner greift also diesmal an. Gut zu wissen. Skopos. Dreckige Gekel. Ich sehe gerade, ich habe ein Problem, denn... Skipan. Grootze. Ich habe kein gutes keine gute Option für solche... Ach, shit. Keine gute Goldoption. Das habe ich nicht. So, wir gönnen uns das da. Mark. Dann gönnen wir uns das da. Eschlost. Und danach das da. Yushi. Mark. So, mein einer Soldat ist draufgegangen. Yushi. Feuerklar. Mein einer Soldat ist, glaube ich, draufgegangen. Gut. Schacht. Dann bist du jetzt der Soldat. Ich brauche hauptsächlich eher die Stelle. Ich brauche aber auch das daneben. Ich brauche die Zwergenschmiede. Auf jeden Fall. Ich brauche theoretisch einen Marktplatz. Ja. Also, das. Danach. Tja, die Festung noch nicht. Ich brauche hier ein Upgrade. Dafür brauche ich mehr Holz. Herjos. Na gut. Der ist erstmal nicht so wichtig. So, wir brauchen... Axtwerfer wären ja Fernkampfeinheiten. Und die sind jetzt günstiger? Sind sie jetzt schon günstiger? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube noch nicht. Jetzt werden sie erst günstiger. Ja. 10%. Machen wir mal ein paar. Yushi. Der Hauptgrund ist, dass ich dann auch ein paar weitere Bauarbeiter brauche. Aber eigentlich brauche ich ja Helden. Helden, die zusätzlichen Schaden und mehr, jawohl. Seht, Krieger des alten Atlantis, eingefroren im Eis. Burek, Mark. Na gut, gleich mal der Armee joinen. Hä? Moment. Skopos, Osto. Wo habe ich gerade Elefanten Mark. Gehört? Woher habe ich gerade Elefanten gehört? Kommt jetzt der Gegner gleich mit Elefantenkriegern? Quererthar. Kommt der Sneaky Beaky irgendwo jetzt rum? Man weiß es nicht. Man munkelt. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann hier. Gönnung. Nur das können wir uns nicht leisten, weil wir nicht genug Nahrung haben. Aber Nahrung ist schon wichtig. Tilbuen. Tja, Rohstoffe. Fehlt an allen Ecken und Enden irgendwas. Aber das ist gut, weil dann kriege ich hier jetzt wirklich ein paar mehr. Ich brauche aktuell mehr Nahrung. Wenn ich ins nächste Zeitalter zumindest will. Der hat mich echt mit den ersten Truppen, die er so hatte, angegriffen. Finde ich schon ein bisschen frech. Andererseits brauche ich das, um Gunst zu generieren in der Theorie. Wobei, das wurde ja geändert. Skipan. So, du, ich weiß gar nicht, was du gerade für einen Job hast, aber... Also, das. Hier. Dann bin ich erstmal zufrieden. So, die Hersen werden gleich noch weiterentwickelt, das ist sehr gut. Also jetzt kann der Gegner gerne kommen, ich kämpfe gerne mit ihm.
hätte sogar Bock drauf. Skipan, dass er jetzt vorbeikommt. Wobei ich will. Immer noch mehr Gold. Gold ist eine wichtige Quelle. Naja, andererseits. Nahrung. Und dementsprechend Holz. Ja. Oder? Kostet das hier Gold? Das kostet auch Holz, also brauchen wir Holz. Schön die geilen Upgrades. Also hier können wir richtig geil Upgrades spammen. Jetzt kommt der Gegner nicht mehr. Nach seinem ersten Angriff hat er gemerkt, braucht er gar nicht erst ankommen. Ich hätte gerne zum geilen Brunnen hier, weil dann alle Einheiten, die hier stehen, werden gut hochgeheilt. Dann brauche ich gar keine Walküren. Ist eigentlich auch geil, dass man anstatt die Walküren dann hier das hat. Ach, du. Ja, du bist ja gar kein Gegner. Da ist ja tatsächlich ein Elefant. Da könnte man jagen. Stattdessen geht's jetzt an die Ziegen. Jetzt wird hier einiges gerupft. Das wird jetzt ordentlich schnell Geld Nahrung kriegen, weil ich glaube, das bringt sehr schnell Nahrung. Für gewöhnlich. Jetzt glitzert es bloß die ganze Zeit hier, oder das Glitzergeräusch ist die ganze Zeit. Ich hätte gerne. Ja. Dorfzentrum. Samsicht. Hier hinten ist es wahrscheinlich unkritisch zu bauen. Ach. Skipan. Ihr will. Ja. Macht es zu viert, dann ist es noch effizienter. Tilbuin. Und die dürfen das. Wir werden angehen. Skipan. Aber wir haben gute Truppen. Und wir haben den Heil. Ah, der hat auch einen Heilwaffen. Okay. Jawohl. Something. Ja. Wir haben zwar ein, zwei Truppen verloren, aber insgesamt war das satt. Absolut zu unseren Gunsten, würde ich behaupten. Ich will. Das hätte ich gerne. Oh, die reparieren sich auch hoch. Nein! Der wurde irgendwo hingebufft oder hingetan. Wo er stirbt. Hier hätte ich jetzt gerne Frostriesen. Hier können wir mir sonst. Wird er irgendwas zum Bauen vergessen? Yushi, Eschlust! Das kann ich mir gönnen. Das kann ich mir gönnen. Ach, lol. Das Titanentor. Hätte ich ja die ganze Zeit schon bauen können. Das ist fatal, dass ich das die ganze Zeit vergessen habe. Helboin? Skipan? Die brauchen eine neue Goldquelle und egal wo ich sie hinschicke, es wird gefährlich. Weil ich sie nicht verteidigen kann. Helboin? Die Krieger des alten Atlantis warten auf euren Befehl. So, Krieger des alten Atlantis warten auf meinen Befehl. Herjos. Na dann, Yushi. Schnell mal hingehen. Und unsere Armeen um Krieger des alten Atlantis steigern. Skipan. Woher kriege ich den? Egal, ich kriege hier Holz. Nein, warum? Warum ist das so? Warum sind da automatische Timperschwert. Jau. Satt. So. Gut. Burek, Mark. Oh, Belagerer. Aber die können ich halt. Ah, das ist halt das Dumme. Solange Gaia immer aktiv ist, ist echt schadsam. Nix zu machen. Ja, hier hin.
mittendurch statt nur dabei. Ach, das habt ihr auch gebaut. Das ist ja schön. Wie ihr will. Schacht. Ja, Schamsicht. Schacht. So. Die Holzfäller sind gleich ready. Ja, dann Skipan. Brauche ich hier einen weiteren Wagen. Wobei, das sind die Holzfäller einfach noch. Hellbuin? Ja. Kommt, macht das noch fertig, dann kann ich euch irgendwo anders hinschicken. Wahrscheinlich nach unten. Skipan? Schacht. Ja. Erst das aufbauen und dann hier Timberschwit. Hellbuin? Timberschwit. Wie viel bringst du? Oh, 45, das ist doch ganz brauchbar. Haben wir noch jemanden, der rumsteht? Nahrung, mehr Nahrung. Nahrung, wobei, so Mangel... Schamsicht. Kann man jetzt so schön hinstellen. So, ich brauche Nahrung. Ich brauche Gold. Ich brauche Holz, das und das. Nehmen wir auch. Okay, in der Verteidigung haben die keine Chance gegen mich. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Verteidigungstechnisch haben die keine Chance gegen mich, mich zu besiegen in diesem Zeitalter. Das ist eine gute Sache. No chance. Wir brauchen geile Upgrades. Die nehme ich jederzeit gerne. Thor macht uns zu Monstern. Gnadenlosen Monster. Ja, deren Reitertruppe war halt auch nicht schlecht. Ach ja, ich brauche auf jeden Fall jemanden, am besten mehrere, die hier eine Festung hinklatschen. Jeg will. Tilbuin. Ja. Und ansonsten hält sich der Gegner zurück. Er hat gemerkt, seine erste Klatsche hat er gespürt. Das Tor auf meiner Seite ist, im Gegensatz zu seinem gammeligen Hades, der nichts drauf hat. So, achso, ja. Ich wollte ihn eigentlich nicht umwandeln. Sa. Pech gehabt. So ein Gummeltor. Komm, 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 gleich. Jawohl. Dann gehen wir dir. Wir wollen ja Fenrir. Dann haben wir ein Nahrungsmittel-Typi hier. Die kosten weniger Gunst. 17, 12, ja, davon könnte man ein paar machen. Tilbu, ja. Gegner, komm an. Und das ist diesmal eine ordentliche Armee. Der hat irgendwie meine Einheiten zu Schwein verarbeitet. Ich hoffe einfach mal, dass die Upgrades von Thor einfach superior sind. Der hat sich einfach meine Truppen gesnackt. Und daraus Schweine gemacht. Oh, schaut euch das an, wie weit die Gegner vorgedrungen sind. Something. Wie weit die hier gebaut haben. Aber der Gegenangriff lässt sich natürlich auch schön sehen. Und wir produzieren gerade fleißig weiter Truppen. Dann beginnt halt jetzt langsam die Kriegszeit. Kein Problem. Ich hab's nicht gewählt. Und werde immer stärker. Immer stärker. Oh, ich bin noch gar nicht... Ah, jetzt bin ich gleich in der nächsten Zeit. Diese kräftigen Krieger müssen aufgetaut werden. Yushi. Ja. Yushi.
Nein. Stoko, Eschlust. Ich brauche nur dich. Yushi, Osto. Dann holen wir doch mal die Argus-Augen. Die sind eine gute Ergänzung. So. Skipan. Kann hier jemand bauen? Sehr schön. Weil dann markieren wir gleich mal das Gebiet für uns. Der Gegner darf das nicht bekommen. Oh, wir haben einen Fenrir-Wolf bekommen. Und wir haben Argus-Augen jetzt. Herjos. Yushi. Und wir haben sehr viele nichts zu... Nein, du bist nicht sehr viele, die nichts zu tun haben. Schacht. Ihr seid sehr viele, die nichts zu tun haben. Großweg. Samtigt. Fleißig weiter Nahrung. Fleißig weiter Nahrung. Nahrung. Holz. Und Gold. Was brauche ich hier für Holz? Massenweise Holz. Theoretisch, das dauert halt ewig, bis es fertig ist. Jau, satt. Nee. Ach, hier werden schon wieder Menschen produziert. Habe ich hier ein paar Menschen schon? Skipan. Nein? Wollte gerade fragen, was reparierst du da? Ah, da ist ein Android kaputt gegangen scheinbar. Sehr gut. Ja, dann repariert den mal. Oh ja. Ja, Zwergenwaffen. Thors Bomben-Equipment. Machen wir das weg. Stört mich bloß in der Übersicht. So, mein Gegner kann nicht mehr viel, würde ich behaupten. Und wir haben... Ja, es fehlt an Nahrung. Also noch ein Nahrungsfeld. Ja gut, die Wächter, die Steinwächter können die machen. Die stören mich überhaupt nicht. Die können nämlich nichts. Jau. Jau. Eigentlich müssen alle hier unten... Na, falsches. Die sollen mal hier Titanen. Wir brauchen Oliver Kahn auf unserer Seite. Der Spruch wird, glaube ich, nie alt. Also zumindest finde ich, der wird nie alt. Na doch, der wird irgendwann alt. Irgendwann kennt man Oliver Kahn. So langsam kennt man Oliver Kahn. Ferenfar, satt. Vermute ich zumindest. So, theoretisch können wir noch ein bisschen weiter vorrücken. Ah nee, wir können auch einfach uns zurückziehen, weil da sind sehr viele angeschlagen. Atraus. Satt. Jeg will. Uff, ja, Holzfäller, na gut. Timberschwett. Für Holz kann gesorgt werden, davon haben wir einiges. Oh, wir haben bald 5000. Ging ich gerade im richtigen Zeitpunkt zurück, weil... Tilbo, something. Skip, ja. Weil die wollen es jetzt wieder wissen. Ja. Atlante, löst euch von der Umarmung der Erde. Jekwe. Gut. Da haben wir einen großen... Oh, shit. Einen großen Angriff abgewehrt. Jau. Something. Ich muss hier mal reparieren. Das ist ja fast kaputt. Jau. Und dann nach dahin und dann nach... Satt. Das gute Dorfzentrum. Wollt ihr nicht arbeiten? 3 Minuten, ist doch ewig. Aber wenn ich den habe. Ja, den hole ich mir diesmal. Diesmal geht's dann. Ah, eigentlich brauche ich das nicht. Nicht zwingend, nee. Was haben wir hier? Berserker.
Die Rüstung fehlt hier noch. Naja, eigentlich bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. Die Frage ist, will ich mehr Hundis haben? Ah, Nahrung kosten die. Ah, teure Sache. Das können wir auf jeden Fall... Will ich mehr Hundis haben? Also ich kann auf jeden Fall jetzt eine Armee ausbauen. Aufbauen und dann einfach mal reinstürmen bei den Gegnern. Das ist eine Option. So. Ich baue einfach mal eine riesige Armee auf, dann renne ich in den Gegner rein und dann sehen wir schon, was passiert. Und zur Not habe ich in 5 Minuten meinen Titanen. Hellboy? Tja, die Zwerge dort hinten vielleicht. Ohne dass sie sterbt, das ist immer der Punkt. Nahrung, immer noch Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Yeah, Nahrung ist die Mangelware. Der Gegner hat vielleicht hier auch wieder in der blauen Lagune ein bisschen was geholt. Sichern. Zeugs. Tilbuin. Die sind halt Monster mittlerweile. Ja. Naja, naja. Ah, doch. Also für die Menge, die ich da machen kann, sind sie schon Monster. Das stimmt schon. Oh, eine Festung haben sie da hingeklatscht. Ja. Frech. Moment. Das sehe ich zum ersten Mal. Das sehe ich wahrlich zum ersten Mal. Ich kann ein Auto... Das kam, glaube ich, mit einem Update, oder? Das ist mir so unbekannt, eigentlich. Die Produktion dauert so lange. Naja, andererseits brauche ich wirklich so viele Truppen. Also ich habe schon jetzt... Die sind auch stark geworden. Ich werde einfach mal losgehen. Komm. Satt. Vielleicht ist es jetzt schon erledigt. Theoretisch kann ich da noch Truppen holen. Da haben sie einen Marktplatz. Ja, wir haben ja Ähnliches. Gold ist, also ressourcentechnisch habe ich keine Probleme. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ja. Jetzt vernichten wir zumindest ein bisschen was von den Gegnern. Vielleicht vernichten wir auch die Gegner. Wenn sie kommen, da kommen sie. Oder kommt irgendwas. Ja. So, den Fenrir-Winter haben wir eingerichtet. Ich muss ein bisschen mehr fokussen, weil die Gegner, meine Truppen machen nicht das, was ich will. Die spielen viel zu viel mit den Einheiten. Ja. Klatscht halt hier lauter fest. Ja. Ach, ich lass die einfach mal machen. Ich lass die machen und schau einfach von hier zu. In der Zwischenzeit. 6000. Ich könnte jetzt für 6000. Pro gegnerische Einheit. Müsste es dann nicht kontinuierlich runtergehen? Meine Legende hat Todesstöße versetzt. Ich schicke einfach die nächsten Truppen gleich los.
Ja, wobei, dadurch, dass ich halt dauernd mich nur um die Einheiten kümmere hier, wir müssten halt sowas wie das Dorfzentrum angreifen. Fairer Tag. Ja. Da hinten ist ein Dorfzentrum. Die Dorfzentren müssen zerstört werden. Die sind mir ein wahres Dorn im Auge. Und dann ist jetzt gleich in dem Gelände. Hallo, mein Freund. Es ist Zeit zu finishen. Der Titan ist am Marsch beteiligt. Ja. Und zusätzlich sind jetzt die ganzen Helden free geworden. Aber Fokus sollten die Dorfzentren erstmal einnehmen und dann könnt ihr machen, was ihr wollt, wenn ich sage. Burek! Telas make porofras! Währenddessen der Titan kommt und wird alles vernichten. Fairer Thar. Something. Ich werde die Truppen irgendwo hinschicken. Die werden schon irgendwas Sinnvolles anstellen. Timperschwein. Warum könnt ihr nicht Holz machen? Warum wollt ihr kein Gold? Rotschwein. Ne, Moment. Wen habe ich da jetzt? Nein, ihr seid nicht die Gold, ihr seid... Schacht. Noch mehr Holz. Timperschwein. Herjus, Foliart! Schön die Sachen zerstören. Wo Gegner rauskommen, wo Gegner reingehen, wo gekämpft wird, alles vernichtet. Wo ist der Troll? Da ist der Troll. Was macht der Troll? Der haut auf einzelne Dorfbewohner. Wenn es ihm Spaß macht. Das. Hier, boom. Oh, der macht jetzt kleiner und so Holz aus dem ganzen Gedöns hier. Fairer Thar. Ja. Und die anderen kümmern sich hier um. Wir werden hier schon wieder nichts zu tun. Ihr habt schon wieder nichts zu tun. Warum tun wir nichts zu tun? Okay. Die Gläubigen des Hades haben kapituliert. Sehr schön. Das war doch wunderschön. Ja, und okay, schwierige KI ist genau das Richtige. Die kommen auch mal, wenn ich nicht aufpasse, mit ordentlichen Truppen. Ja, ich habe halt immer den Vorteil, dass ich durch Gaias Gunst oder durch Gaias Weltsegen immer ein paar Truppen habe. Deswegen muss ich mich nie um Verteidigung kümmern. Bisher. Wie das da weitergeht, we will see. Also beim nächsten Mal gehe ich auf jeden Fall weiter in die Richtung mit dem Flächenschaden da unten. Das sind Sachen, die hätte ich gerne. Das ist ja, glaube ich, eine Fähigkeit, die ich gerade habe. Und wenn es mehr machen, mehr Flächenschaden, wenn ich Helden einsetze. Moment. Jetzt muss ich kurz schauen. Doch. Genau, das habe ich ja ausgewählt. Wenn sie zusätzlichen Schaden machen und Flächenschaden, sind sowohl die Nordvölker und die Atlanta mega buff, mega overpowerte Einheiten. So, und beim nächsten Mal geht's wieder Gaia und dann hier. Was? Vervielfacht aber nach einer Weile alle Dorfbewohner. Liebe ist hier im Spiel anscheinend. Aber das erst beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.